Hallo ihr Lieben, die Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen wirft ihre Schatten voraus. Am Wochenende, das heißt sogar am Freitag, geht es los und wir fahren morgen. Das Auto ist gepackt, randvoll bis an die Decke. Die Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen kann kommen und wir kommen auch morgen. Geht es los und der Platz hier ist für den Koffer von Trixbahn Rolf. Revolutz fährt mit seinem eigenen Auto. Morgen ist also Fahrtag, am Donnerstag wird aufgebaut und am Freitag beginnt die Messe. Und da wir wirklich nicht sonderlich viel Zeit haben, jetzt noch einmal einen Blick in den Film von letztem Jahr. Hier kommt ein Eigenbau von Revolutz. Er hat sich die gegossenen Formen genommen, angemalt und daraus seinen Traumtriebwagen gemacht. Und hier wird gekurbelt. Meine Lieblinge sind die Kurbelgeneratoren und der Wettbewerb, wer fährt am schnellsten, der rote oder der grüne. Und das hier ist der blaue, kaputte Kurbelgenerator. Aber wir hatten ja ein Ersatzgerät dabei. Und das ist die faszinierende Acht. Schafft es der Zug ohne Zusammenstoß durch den oberen Kreis zu kommen? Die Antwort ist klar. Auch von oben, vom Funkturm herab, kann man es klar sehen. Es ist zwar äußerst knapp, aber es reicht. Gute Nerven und ein gutes Auge. Der Trolleybus von Eheim auf dem Außenkreis war immer Betrieb, innen hakte es zuweilen. Aber auf jeden Fall hatte jeder Gast etwas zu fotografieren. Was sage ich, etwas zu fotografieren? Jede Menge. Bei uns wuselte es, aber es war ja auch eine riesengroße Anlage. Und fürs Auge etwas, die DL 800 von Märklin. Auch schon über 60 Jahre alt, aber auch heute noch ein Hingucker. Dazu gehört auch diese Rarität, die Wuppertaler Schwebebahn der Firma Stube gebaut in den 50er Jahren. Ein wahrer Augenschmaus, ebenso wie die Rheinuferbahn, die ja in den Baugrößen 0 und 1 berühmt ist. Und das ist Revolutz. Der arme Kerl hatte auf der Messe 3 Tage lang immer etwas zu tun. Zumeist musste er reparieren, weil das eine oder andere Fahrzeug ganz einfach geschwächelt hat oder gar kaputt gegangen ist. Nicht so dieses Modell, auch schon über ein halbes Jahrhundert alt und permanent unterwegs. Lange Züge auf langen Geraden fahren zu lassen, das können wir nur auf der Messe in Friedrichshafen. Und Handarbeit ist auf unserer Anlage auch angesagt. Die beiden auf der Handhebeldresine. Der Auftritt auf der Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen hat uns riesig Spaß gemacht, trotz der Ausfälle. Immerhin konnten unsere alten Fahrzeuge mal wieder fahren. Sie bekamen ihren Auslauf, wie beispielsweise die Standseilbahn von Brava. Auch ein richtiges Schätzchen. Das war ein kleiner Blick auf unsere Anlage. Sehr groß war sie. Das nächste Mal verkleinern wir uns etwas. Aber die Freude war da, der Spaß war da. Die Besucher haben gestaunt, haben sich mit uns gefreut und ich kann nur eines sagen, wir kommen gerne wieder, wenn wir eingeladen werden. Freitag geht's los. Bis dahin ist noch eine ganze Menge zu tun, aber wir freuen uns darauf. Und wir haben auch ein paar Fahrzeuge dabei, die feiern bei uns auf der Anlage in Friedrichshafen Premiere. Also es lohnt sich tatsächlich, vorbeizukommen. Das war eine kurze Impression und ich werde natürlich von der Messe berichten. Macht's gut, bis denn und tschüss.